Wir haben heute bei uns Alexander Mildner, Dr. Mildner. Er ist Unfallchirurg und hat auch einen Bezug zu Russland. Bitte. Ja, ich bin an sich Unfallchirurg und habe über die Schiene der Sportmedizin dann den Kontakt zu Michael Strasser bekommen und hatte die Gelegenheit, eben das Race Across Russia 2013 als betreuender Arzt zu begleiten. Mein Eindruck von Russland war, muss ich sagen, überwältigend eigentlich, weil vieles ist in Österreich eigentlich sehr negativ besetzt und ich muss ehrlich sagen, ich habe einen sehr positiven Eindruck von Russland mitgenommen. Es ist ein sehr schönes, sehr weites Land und wenn man bei uns vielleicht Sibirien mit sehr weiter Ebene, viel Steppe assoziiert, war es eigentlich für mich total abwechslungsreiche Landschaft, eine sehr schöne Landschaft und sehr freundliche Leute. Wie lange hat die Fahrt gedauert und was war eigentlich das Erstaunlichste? Also die Fahrt selber war jeden Tag während dieser eigentlich zwei Wochen für mich das Mühsamste. Es waren im Endeffekt 750 bis 780 Kilometer, die ich dann als begleitender Arzt selber auch gefahren bin. Teilweise auch nur mit 2, 3, 4 Stunden Schlaf. Also das war eigentlich jenseits von fast allen Limits. Das Beeindruckendste war, ich muss sagen, eigentlich das Erlebnis des Landes und der Leute. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Russland zu fahren und Michael Strasser da zu begleiten? Das ist über an sich über eine Veranstaltung gegangen, bei einer Sportärzteveranstaltung, wo der österreichische Organisator Andreas Sachs das ganze Projekt von Australien, das davor gelaufen ist, vorgestellt hat. Und es ist eigentlich ein Charity-Projekt gewesen, wo man Charity-Kilometer für die österreichische Muskelforschung kaufen konnte. Und das plus die Möglichkeit, Russland einmal quer durchzusehen und das sportliche Erlebnis dazu, muss ich sagen, hat mich dann bewogen, eigentlich bei einem ganzen Projekt mitzumachen. Du sprichst ja nicht Russisch. Nicht. Aber hast ein paar Wörter gelernt? Ein paar Wörter. Was denn? Gerade mal nicht und spasibo russki. Da war ich schon ähnliches. Diesen kurzen Film werden ja auch russische Schüler anschauen. Was würdest du ihnen empfehlen? Schülern bei uns, die vor der Wahl vielleicht stehen, sollen sie Russisch nehmen oder eine andere Sprache nehmen? Also ich kann empfehlen, prinzipiell ist Russisch eine doch sehr melodische Sprache, eine sehr schöne Sprache, rein von der Sprache her, aber eine sehr schwere. Also ich selber habe es eigentlich nicht geschafft, wirklich in der kurzen Vorbereitungszeit, die ich habe, davon etwa einem halben Jahr neben dem Beruf, jetzt wirklich effizient Russisch zu lernen. In der heutigen Zeit, Russland ist ein wesentlicher Faktor in der Weltpolitik, Weltwirtschaft, also es macht sicherlich Sinn, neben Englisch vor allem Russisch zu können. Ich habe mich auch sehr gerne eigentlich mit den Leuten dort verständigt, ja, einfach um auch einen besseren Eindruck vom Land zu bekommen und ich war froh, dass die Russen, die mitgefahren sind, auch zum Teil sehr gut Englisch gekonnt haben. Wo habt ihr überhaupt die Gelegenheit gehabt, mit den Leuten zu reden? Wart ihr dauernd unterwegs? Naja, der Kontakt hat sich ergeben, alleine schon von russischen Begleitern, die wir gehabt haben, also einen russischen Masseur, der sehr gut war, Koch, Fahrradmechaniker, Fahrer und so weiter, russisches Kamerateam dabei und so also hat sich so ein bisschen die russische Welt uns begleitet einerseits und andererseits hat es doch spärlich, aber doch Kontakte eben gegeben zur Bevölkerung, egal wo, und sei es an irgendeinem kleinen See in Sibirien gewesen. Habt ihr auch russisch gegessen oder habt ihr Spezialnahrung mitgehabt? Wir hatten einen russischen Koch, der unterschiedlich gekocht hat, aber für die Radfahrer selber hat es auch noch Nahrungsergänzung gegeben. Und welche Speisen, welche russischen Speisen sind denn in Erinnerung geblieben? Ich kann mich sehr gut erinnern, dass sich die Tische gebogen haben bei sehr vielfältigen Vorspeisen. Leider reicht meine Erinnerung nicht wirklich daran, die eigentlichen Namen ist aufzählen zu können. Aber du würdest sie wieder kennen. Viel mit Mayonnaise, wahrscheinlich Mayonnaise-Salate zum Beispiel oder Aufschnitte. Das hat mich jetzt gegeben, zum Beispiel so wie diese Tortellini im Brodo. Ja. Gibt es auch auf Russisch. Es gibt sehr viel, sehr, sehr würzige Vorspeisen, sehr. Pelmeni vielleicht oder Varenik. Richtig, ja genau. Würdest du noch einmal nach Russland fahren?
definitiv. Und was würdest du dir anschauen? Von Moskau habe ich doch schon einiges jetzt gesehen, würde allerdings sehr gerne wieder hinfahren, allerdings auch in die Region um den Baikalsee, die also rein von der Landschaft wirklich beeindruckend ist, überwältigend, und auch Vladivostok, weil es eine, ich finde von der ganzen Fahrt von Moskau eben nach Vladivostok, hat man in Vladivostok als prägnanten Schlusspunkt am besten noch mitbekommen, so ein gewisses Aufbruchsgefühl. Und das war doch recht spannend. Und da wäre es sicherlich sehr interessant, in ein paar Jahren wieder mal hinzufahren und zu schauen, wie sieht es jetzt aus. Wir sind ja hier auf einer Hochzeit in Enzersfeld. Wie kommt die Verbindung? Die Verbindung kommt über meine Freundin und ihre Verwandtschaft. Wo bist du jetzt tätig? In der Schule eigentlich. Wo bist du jetzt tätig, beruflich? Ich bin Unfallchirurg, eben in Korneuburg auf der Unfallchirurgie und in meiner Praxis im 8. Bezirk. Ich freue mich für das Interview und für die mutigen Worte für unsere Russischüler, dass sie es durchhalten und dass sie dann in Russland sich verständigen können. Herzlichen Dank und eine schöne Feier. Vielen Dank. Alles Liebe.